Warmes Wetter, wunderschönes Wasser am Schwabinger Bach im Englischen Garten. Plötzlich gegen 16 Uhr bricht ein riesiger Ast, trifft zwei Menschen. Einer kommt selber wieder frei. Eine 27-jährige Münchnerin, die gerade im Schwabinger Bach schwimmt, wird schwer verletzt. Mehrere Ersthelfer heben den Ast an, um sie herauszuziehen. Die 27-Jährige hat ein Schädelhirntrauma davon getragen. Sie wurde ja vom Ast erwischt. Und dementsprechend ist sie im Krankenhaus, liegt noch in stationärer Behandlung. Der Ast der alten Pappel ist 20 Meter lang, bis zu 85 Zentimeter breit, grenzt an die Maße eines Baumes. Doch wie kann so ein großer Ast einfach so abbrechen? Das ermittelt jetzt die Polizei. Unser Gutachter vom K13 war ja bereits vor Ort, hat sich das angeschaut. Und das können wir aktuell schon ausschließen, dass jemand den Baum mutwillig angesägt hat. Aber es gibt natürlich noch eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten, dass der Baum zum Beispiel morsch war, hohl war und so weiter. Da müssen wir halt jetzt gucken, was da zutrifft. Zuständig für den Englischen Garten, die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung. Sie schickt uns folgendes Statement. Die betreffende Pappel wurde das letzte Mal am 11. Januar 2024 im Zuge der jährlich durchgeführten Kontrolle geprüft. Dabei wurden keine sicherheitsrelevanten Auffälligkeiten festgestellt. Daher geht der Kompetenzstützpunkt derzeit von einem sogenannten Grünastbruch aus, der möglicherweise durch witterungsbedingte Veränderungen der Holzfestigkeit entstanden ist. Wer die Verantwortung in München trägt, soll jetzt geklärt werden. In jedem Fall will die Schlösser- und Seenverwaltung den Baum öfter kontrollieren.